Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu Dark Souls 2 mit eurem Spooky VF. Und wir kamen ja jetzt recht gut hier rum und sind in der Niemandswerft angekommen. Haben die schon ein bisschen erkundet. Also das sind Feuerpfeile, okay. Pullen wir den mal, weil da hinten stehen glaube ich doch noch mehrere Gegner und die sind ein bisschen aggressiver. Ja, oder aber auch nicht mehr, da waren mal mehr Gegner. Na gut, doch der wäre auch wahrscheinlich gekommen, sowas netter. Allerdings haben wir einen Feuerpfeil verbraucht und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich einen Eisenpfeil schießen. Trost. Ja, hier, ein Ort des Trosts. Einmal kein Gegner hier ist, oder was? Ja. Snoop Dogg ist besiegt. Hinten kommt ein anderer Hund, oder? Nein, das war der gleiche. Ah, da ist noch ein Hund. Alter! Hör auf, Köder! So. Das Problem ist, wahrscheinlich ist unsere Keule nachher kaputt, wenn wir bis beim Boss kommen. Alter! Wahnsinnig, oder was? Das wird echt knapp hier. Hör mal auf hier jetzt. Schon wieder ein Feuerpfeil geschossen. Fliegt gleich fort. Ja, das bringt gar nichts. Also Pfeil schießen können wir nicht, weil wir... Das bringt uns keinen Damage oder denen keinen Damage. Schade. Alter, wo waren... Ah ja, jetzt weiß ich's. Ach, da unten ist eine ganze Hundekolonie. Wir können hier doch eigentlich... Können wir... Nee, andersrum geht's nicht. Es geht nur andersrum. Andersrum geht's nicht. Es geht nur andersrum. Pullen können wir aber mal so einen Köder. Ja, danke, dass du die Keule direkt ausgerüstet, das Schild direkt ausgerüstet hast, als ich gesagt habe. Okay, da hinten rum. Ein bisschen Schutz holen. Alter, das war schon kriminell, was die hier machen. Oh, versteinert ist etwas hier getroppt. Das ist natürlich hart, geil. Scheiß Bogenschützen. Alter, nochmal so ein Bogenschützen. Was ist denn los mit euch? Alter! Wir springen! Hier lang! Nee, scheiße, falsche Richtung! Boah! Scheiße, meine Stamina ist weg! Alter! Nein! Oh, fuck you! Was ist denn hier los? Mann, das hier war ein komischer Fail. Ich weiß nicht, was gerade hier los war. Ah, da sind wir jetzt schnell wieder. Gar nicht so schlimm. Aber es kotzt mich natürlich an. Ich weiß nicht, was jetzt hier schon wieder los war. Ich habe zweimal auf oben auf R1 gedrückt, für die Keule zu schwingen. Der schlägt dreimal. Da fängt schon an. Dann... Da könnte ich kotzen. Komm schon. Alter, was ist hier los? Ich habe mich gerade mit ein paar Leuten angelegt. Vielleicht ein paar, mit ein paar zu viel. Oh Mann! Hau jetzt ab, ey, das gibt's doch nicht. Wie viele Leute sind denn hier?
Das ist eben das Scholar of the First. Hier kommt da echt... Alter, hier kommt da die ganze Map nachgelaufen. Komm, schneller. Alter! Jetzt ist aber gut hier. Nein, tot. Oh, oder aber auch nicht gerade noch gerettet. Alter! Jetzt... Ich kotz gleich! Bang! Hier kannst du nicht mehr durchlaufen und irgendwo verschnaufen, weil die ganze Map komplett nachgelaufen kommt. Normal, wenn ich hier hochlaufe in das Haus, dann kommt maximal einer mit. Mann! War auch zu schön gelaufen bis jetzt, bis hierher in dieses Drecksloch von Niemands Werft. Ich habe gerade schon wieder keinen Bock. Weiß gar nicht, ob es sich hier lohnt, ein Strategy Guide zu machen, weil hier kann man irgendwie gar nicht strategisch spielen, außer wenn man rumlähmt wie so ein scheiß Call of Duty Camper. Alter, dann zieh doch das Schild hoch. Ich weiß nicht, wie oft sollte ich denn noch L1 drücken? Oder wie hart? Vor allem sind hier verdammt viele Bogenschützen. Die waren vorher nicht so vertreten, so viel. Ja, geh mal eine Runde baden. Du stinkst nämlich, du Arschloch. Da muss natürlich treffen. So, jetzt die Ruhe bewahren. Ach, trifft trotzdem. Alter, das ist... Oh Mann, Leute, ich hab... Das ist doch nicht normal. Wie will man da was machen? Man kann auch die Gegner hier einfach überall auf die Map zukacken, einfach alles mit Gegner. Das ist auch nicht mehr schön. Das ist auch behindert, ist das. Das ist aber wieder das, was Dark Souls 2 von vornherein schon so gemacht hat. Also sogar schon vor der Scholar of the First Edition. Was mich tierisch ankotzt, ist diese Quantität in den Gegnern. Es sind einfach 8 Millionen Gegnern im Spiel vertreten, anstatt mal ein paar Gegner, die wirklich gut sind. Das ist das, was ich auch so ein bisschen bemängle an dem Spiel an sich. Das ist genauso bei den Bossen. Die Bosse sind nicht wirklich gut. Es sind eben nur 8 Millionen Bosse immer. Beziehungsweise... Die Bossen kommen teilweise zu dritt oder haben noch irgendwelche Diener dabei oder sonst irgendwas. Anstatt einfach einen hochrangigen Bosskampf zu machen, das haben sie meiner Meinung nach im 1er besser hinbekommen als im 2er. Und genauso ist es hier mit den Gegnern. Hier kommen 80 Millionen Gegner und hier ist es ja noch schlimmer in der Scholar of the First Sin Edition. Das ist echt unglaublich, aber irgendwie ist das Dreck. Das gefällt mir einfach nicht. Da muss man wirklich alles wegräumen, sonst hat man irgendwie keine Chance. Oh, komm. Was ist denn jetzt? Geht das Ding auch nicht kaputt, oder was? Das habe ich schon gerade gehört. Noch ein Köder, oder was? Hol das Scheißdreck hier auf jeden Fall rüber. Sonst nervt es gleich im Kampf. Das muss gar nicht sein. Versuchen wir es wieder auf diese Art. Nochmal pullen. Und diesmal bitte direkt das Schild ziehen, wenn ich es drücke. Danke. Geht doch. Mann, jetzt schaffen wir es hier wahrscheinlich auch nicht mehr durch die Niemandswerft durch in dieser Folge. Komm her. Ich will dich alleine hier haben. Komm schon. So, und hier setzen wir auf jeden Fall den Pharos Wahrheitsverkünder ein. Verkünder, so. Wir wissen ja jetzt, wie er heißt. Aha. Das kann ich mich ja nicht mehr damit rechtfertigen.
scheiß Block. Alter! Diese scheiß Bogenschützen, was ist mit denen los? So, hier ist noch ein bisschen Kram zum Mitnehmen. Ah, der war das auch, der uns überrascht hat hier, als wir hier unten durch wollten. So, und der hatte eben was Gutes getroffen und jetzt eine Fackel. Okay, auch gut. Hinten hängt schon wieder einer in der Wand. So, jetzt haben wir hier das Licht angemacht. Das ist eigentlich ziemlich wertvoll, würde ich mal so sagen. Einfach mal so sagen. Weil die anderen Kreaturen da oben, die Aliens mit den langen Armen, die hier verabscheuen das Licht. Und das bringt uns ein bisschen Vorteil im Kampf. So, da hinten schläft noch einer, der hat uns gar nicht mitbekommen. Da gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ah ja, genau, die Banditenrüstung und die Banditenaxt. Nice. Kann man schon mal mitnehmen. Oh, aus dem Schlaf raus gebackstabbt. So gehört sich das. Da oben wartet, glaube ich, auch noch einer auf uns. Ja, der wollte uns hier auch von oben tot springen, quasi, wie Super Mario. Aber nicht mit uns. Oh Mann, das hasse ich. Siehst du, ich kann dann nicht durch die Tür durchhauen und er macht's aber einfach. Er haut einfach durch die Tür durch und trifft. So lächerlich. Krieg ich voll den Grasgrünen. Reparaturpulver und Titanitscherbe. Also Reparaturpulver haben wir schon mal, falls die Keule nicht durchhält. Das hier ist nämlich ein langes Gebiet ohne Leuchtfeuer. Ohne Möglichkeit zu reparieren und so. Was macht denn diese Geräusche? Das sind diese scheiß langarmigen Aliens. Ja, wir können hier nicht weiter. Wir müssen hier rüberspringen. Weil da bräuchte man den Shortcut, für direkt dort reinzukommen. Da sind sie. Da läuft er. Alien Motherfucker. Oh, und noch ein Bogen. Alter, was ist denn falsch mit euch? Warum steht da oben noch ein Bogenschützen? Oh, Wunder, explosive Flucht. Flucht nach vorne. Alter, wo kommst du her? Alter, guck mal. Das ist das, meine ich, was wir Vorteile im Kampf haben, weil der jetzt hier sehr lichtscheu ist und gar nicht angreift. Hauen wir den einfach mal nieder. Komm schon. Was ist denn los mit dir? Was ist los mit euch? Ja, die machen hier eben Blutung. Oh, oh. Wir fangen auch an zu bluten. Alter, lass mich durch. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen die kämpfen will unbedingt. Boah, was ist denn jetzt? Ich hab gedacht, ihr hättet Lichtangst, ihr Schweinehunde. Ja klar, das klappt ziemlich gut. Backstep, komm. Ja, Backstep klappt natürlich auch. Wieder mal super. Er schlägt die Keule wieder ins Leere. Ich verstehe das nicht. Es war vor School of the First auch nicht so oft, dass so viele Backstep-Fails ist, wo er einfach mit der Keule schon anzielt, aber dann nicht zuschlägt. Das ist mir unerklärlich. Und ich verstehe auch gerade gar nicht, warum die überhaupt, warum denen das Licht nicht so ausmacht gerade. Verstehe ich einfach nicht. Verstehe es nicht, liebe Freunde. Aber an dieser Stelle stellen wir uns mal hier rein. Und da gehen wir gleich weiter in der nächsten Folge. Oh, und ich hoffe, ihr verzeiht mir die Fails, aber diese Gegend hier ist eigentlich schon ziemlich mies momentan. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wow, euer Spooky VF. Bye, bye.